Ab wann lohnt sich eigentlich ein Family Office? Das wollen wir jetzt hier einmal beleuchten. Ein Family Office ist grundsätzlich eine Organisation, die das Geld von reichen Familien verwaltet. Zum Beispiel die Familie Siemens hat ein Family Office, ne? Oder welche auch immer, Bosch und so weiter. Das sind halt einfach Strukturen, die das Geld verwalten von vermögenden Familien und zusätzlich auch noch hier Services bieten, quasi für den Lifestyle und quasi gehobene Assistenztätigkeiten durchführen, sodass das Leben dieser wohlhabenden Familien reibungslos läuft, das Geld sich mindestens mal oder das mindestens mal gleich bleibt, sich eher vermehrt und man hier eben über Generationen Vermögen aufbauen kann. Das ist soweit die Struktur dahinter, also eine Dienstleistungsstruktur, eine Asset-Struktur dahinter. Was das im Detail macht, hören wir uns gleich einmal an, ab wann sich so eine Struktur für dich als Unternehmer selber lohnen kann. Das wollen wir jetzt beleuchten. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Giebenrath. Ich bin externer CFO, also Finanzchef diverser Wachstumsunternehmen. Habe selber auch weitere Beteiligungen in Wachstumsunternehmen und habe eben auch eine Holdingstruktur mit einem bestimmten Aufbau, die eben auch schon mal eine gewisse Weitsicht mit sich bringt. Entsprechend für dieser Weitsicht wollen wir uns jetzt ein Konstrukt angucken, das sogenannte Family Office, von denen ich schon teilweise viel Geld akquiriert habe für Partnerunternehmen bzw. für Kunden von uns auch teilweise in Investitionsrunden, wenn man ein bisschen Kohle haben möchte, wenn man ein bisschen Geld über die Brandschutzmauer tragen will, da rede ich gleich drüber, was das im Detail bedeutet, sind Family Offices auch beliebte Kapitalgeber, die in Startups investieren, die in Wachstumsunternehmen investieren, die in mittelständische Bestandsunternehmen investieren. Das ist eben eine Möglichkeit und kann auch verschiedene Assetklassen haben. Wir gehen einmal darauf ein, was das denn so im Detail macht. Also, ein Family Office verwaltet das Geld reicher Familien. Ab wann gilt man als reich? Das gucken wir uns gleich an. Und die haben eine gewisse Struktur. Grundsätzlich, wenn du ein großes Family Office hast, dann sind da auch viele Vollzeitmitarbeiter drin. Das sind jetzt nicht 1000 Stück, aber das sind schon mal aus verschiedenen Bereichen auch Vollzeitmitarbeiter. Zum Beispiel hast du in so einem Family Office jemanden, einen Lifestyle Manager. Ein Lifestyle Manager kümmert sich um alle Anliegen der Familie und auch der Kinder. Das bedeutet, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel einen Flug in die USA auf ihr Privatinternat benötigen, dann organisiert dieser Lifestyle Manager das. Wenn die eine Party schmeißen wollen für die Familie, dann organisiert der das. Wenn die sonst was, wenn die sonst alle Anliegen rund um Lifestyle, Reisebuchungen, Restaurantreservierungen, Veranstaltungen organisieren, irgendwie private Belange organisieren, private Projekte, all diese Geschichten, das Managen von Dienstleistern wie Gärtnern für das eigene Haus, für den Garten etc. All das wird zentral im Family Office organisiert, um das Leben der Familie zu erleichtern. So ist das auch, wenn ihr mal Filme guckt mit sehr reichen Leuten und so weiter, da denkt man sich, ey, die haben jetzt 7 Häuser in 7 verschiedenen Ländern, die haben da die Firma, die haben da das, wie kriegen die das hin? Wer chartert das Privatjet und so weiter? Das ist doch voll viel Verwaltungsaufwand. Das Family Office macht das. So. Du hast einen Lifestyle-Manager oder mehrere dort mit drin, die dann auch Assistenten sein können. Es kann auch sein, dass du davon 5 Stück hast. So. Dann hast du auf jeden Fall das Thema Asset-Manager. Das bedeutet, du hast Leute, die deine Investitionen verwalten. Diese Investitionen, das Geld, wie es untergebracht ist, das ist individuell je Family Office und nach je Investmentstrategie. Es kann sein, dass das Beteiligungen sind an Unternehmen. Da kann man in frühphasige Unternehmen gehen, was dann eher dieses Venture Capital Charakter hat. Du kannst aber auch in mittelständische Unternehmen investieren. Hier, das Family Office hat grundsätzlich das größte Interesse daran, langfristige Investments mit einer sicheren Rendite zu haben, um das Vermögen nicht zu verzehren. So. Dann hast du auch, beim Asset Manager natürlich auch können Immobilien gemanagt werden, Aktien, Wertpapiere, Edelmetalle, Immobilien im Ausland, was auch immer, je nach Strategie werden hier die ganzen Assets gemanagt. Das ist etwas, was hier mit drin ist. Und dann hast du als dritten Part in so einem Family Office noch verschiedene Dienstleister. Das bedeutet, du hast vielleicht deinen eigenen Steuerberater, der die Abschlüsse der Tochtergesellschaften, der Beteiligungen macht, das Geld sich anschaut. Du hast vielleicht einen Rechtsanwalt mit drin, der die ganzen Verträge aufsetzt, die Investments prüft, die Due Diligence-Prüfungen und so weiter mit durchführt. Du hast vielleicht noch einen Wirtschaftsprüfer damit drin oder was auch immer du benötigst, um deinen Service hier zu erbringen. Oder auch zum Beispiel reine Investment-Researcher, die dann die ganze Zeit schauen, in welche Märkte kann man jetzt vordringen und investieren.
Wie gesagt, entsprechend je nach Größe. Es kann auch sein, dass du startest mit so einem Family Office und eine Person in Personalunion für all diese Themen hast. Der ist eine Assistenz, der sucht weitere Investmentobjekte, der kümmert sich um den Gärtner, der kümmert sich darum, dass Reportings gemacht werden für Tochterfirmen. Und dann baut sich das irgendwann auf. Also du kannst auch sehr klein starten und du hast die Dienstleister, einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater, hast du erstmal als externe Dienstleister und die werden gemanagt von einer Person. Wie gesagt, das kannst auch im ersten Schritt du sein, der diese verschiedenen Rollen macht in seinem Family Office. Das heißt, ein Family Office kann auch einfach deine Holding sein. Du musst nur dieses langfristige Bild in Mind haben. Wenn du ein Unternehmer bist, der Ambitionen hat, der abgeht, der irgendwie wachsen möchte mit seiner Firma, dann kann es auch eines deiner Ziele sein, generational wealth anzuhäufen, also Geld für Generationen. Und das fängt mal an, sage ich mal, ab achtstelligen Nettovermögen, dass du dann hier schon etwas hast, wo du sagst, jo, meine Kinder müssen jetzt wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, wenn sie nicht wollen. Und wie du so ein Vermögen dann eben auch verwaltest. Grundsätzlich kann ein Family Office auch ganz stumpf sein, du bist hier oben, deine Person, so, dann hast du hier deine Holding, dann hast du hier eine operative Gesellschaft und die verdient Geld, so, und die schüttet regelmäßig in die Holding aus. Es kann sein, dass diese Holding jetzt das Family Office wird. Ganz stumpf, du musst es nicht mal Family Office nennen, es kann auch die Holding sein. Du kannst Leute in deiner Holding anstellen und das halt zu einer Art Management Holding machen, die dann hier die Assets verwaltet. Dann machst du hier eine weitere Firma mit rein, das ist dann die Immo-Gesellschaft. Dann hast du hier eine weitere Firma mit drin, die dann zum Beispiel spezialisiert ist auf auch Immobilien, aber Fix and Flip. Oder du hast hier eine Ventures. So, ich habe zum Beispiel eine RG Ventures noch dazu. So, und die investiert dann hier in wieder verschiedene Beteiligungen. Du kannst eine Gesellschaft haben, die nur Aktienhandel betreibt, ne? Also du kannst hier verschiedene Firmen drunter haben. Und die Holding und hier von der Operativen kommt immer die Kohle und dann vermehrt sie sich hier und dann gibt es von hier wieder Ausschüttungen sozusagen, wenn es gut lief. Ne? Und hier sind dann eben, ist das Team angestellt. Hier hast du dann eben entsprechend dein Team aus Dienstleistern, aus Lifestyle-Managern, Assistenten etc. und aus den Asset-Managern. Ne? So kann das Ganze hier aufgebaut werden. Auch ein weiterer Zweck ist noch Wohltätigkeit. Ne? Viele vermögende Familien fangen auch an, für wohltätige Zwecke zu spenden, haben ihre eigenen Stiftungen. Und Stiftungen ist dann auch so ein Thema, wo man sagt, okay, die kümmern sich mit um die Stiftungen. Irgendwann kann es auch sein, dass diese Holding hier, dass die hier zu einer Stiftung wird. Dann hast du hier eine Familienstiftung und die ist das Family Office. Oder die Stiftung hat darunter eine Servicegesellschaft, die ist das Family Office. Da gibt es verschiedene Strukturen, die man machen kann, die dann auch zur Vermögensabsicherung dienen. Eine Stiftung hat zum Beispiel keinen Gesellschafter mehr, damit hast du privat quasi kein Vermögen mehr, sondern das kommt der Familie zugute. Damit, wenn du irgendwie hier eine Geschäftsführerhaftung hattest und irgendwie Scheiße gebaut hast, kannst du privat auch nicht mehr belangt werden, beziehungsweise du wirst privat belangt, du meldest Privatinsolvenz an, fährst trotzdem Porsche, weil der liegt in der Stiftung. Ne? So kann sowas aufgebaut sein. Aber hier ist auch viel Vorsicht gefragt. Ich habe hier auch weitere Stiftungsvideos schon gemacht. Kannst du gerne auf dem Kanal einmal suchen. Das hat auch nämlich ein paar gravierende Nachteile, warum sich das erst relativ spät lohnt. Aber grundsätzlich in so einer Struktur zu denken, mal eine Holding zu haben, mal in weitere Assetklassen zu investieren, mal den ganzen privaten Bums outzusourcen und über Assistenten zu arbeiten. Das kann ja am Anfang auch Executive Assistant sein in der operativen Gesellschaft und so. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Und in diesen Strukturen zu denken und wie es langfristig aussehen soll, das lohnt sich, wenn du mal 5 Millionen Euro trocken, also Nettovermögen, beiseite hast. Das heißt, wenn deine operative Gesellschaft mal 5 Millionen Euro quasi ausschütten konnte in die Holding. Ab diesem Zeitpunkt lohnt es sich, über diese Struktur nachzudenken, vielleicht schon auch hier eine Vollzeitkraft anzustellen, die sich dann um weitere Investments kümmert, um die Immobilienliegenschaften, je nachdem, was du investierst. Weil wenn du jemanden hast, der sich um Immobilien kümmert, du schüttest hier jeden Monat 100.000 Euro aus, kaufst alle 3 Monate ein Mehrfamilienhaus dazu, dann brauchst du jemanden, der die Besichtigung macht, der die Notartermine macht, der die Finanzierung organisiert, der den Mieterwechsel betreut, der Asset Manager, der dann die weiteren Immobilienverwaltungsfirmen kontrolliert und managt, der dir Reportings erstellt, der insgesamt guckt, dass alles rund läuft. Ne? Und solche Personen lohnen sich schon, wenn du 5 Millionen Euro trocken da drin hast, dann hast du schon monatlich, wenn du jetzt konservativ angelegt hast,
breit gestreut in Assetklassen, zum Beispiel eine Vergütung von 6% im Schnitt über deine Assets hast, dann hast du zum Beispiel schon 25.000 Euro im Monat an Kapitalerträgen aus deinen 5 Millionen. Bedeutet, du kannst dir zum Beispiel eine Person Vollzeit für 5.000 Euro anstellen, hast noch 20 Ertrag und musst dich um den ganzen Bums nicht mehr kümmern. So kann sowas aussehen. Spätestens allerdings ab 10 Millionen Euro trocken sollte man dringend in so eine Struktur denken und spätestens ab 20 Millionen sollte man gucken, dass man hier auch in Richtung Stiftung und Vermögensabsicherung mehr nachdenkt. Soweit hier einmal der kleine Ausflug ins Family Office. Also was macht das? Kümmert sich um deinen Lifestyle, kümmert sich um deine Asset-Verwaltung, kümmert sich um die Dienstleister, die ringsrum sind, Vollzeit angestellt oder auch als weitere Dienstleister. Du kannst mit einer Person anfangen oder selber diese Rollen besetzen, bis hin zu, du hast ein Team aus 25 Leuten, die das da als Asset Manager betreuen, dann betreuen die aber auch Milliardenvermögen in der Regel. Das bedeutet, du kannst hier von bis machen, denk in den Strukturen, fang an, in solchen Strukturen zu denken, sorg dafür, dass deine Operative genug Geld verdient, um den Rest hier zu bewässern und hier eben deine Investments entsprechend florieren zu lassen. Das ist das, was so ein Family Office macht. Ab wann lohnt es sich? Ab 5 Millionen solltest du in eine Struktur denken, ab 10 Millionen auch hier mit Vollzeitkräften wahrscheinlich und ab 20 Millionen gegebenenfalls sogar mit Stiftungsstrukturen. Wie sowas individuell für dich aussehen kann, wie du frühzeitig schon so denkst, wie du dafür sorgst, dass diese operative Gesellschaft hier auch mal genug Cash verdient, weil nur so kannst du es dann ja irgendwie auch realisieren. Das kannst du alles einmal erfahren in einer kostenlosen Erstberatung unter www.rg-finance.de. Sprechen wir darüber, wie wir deine operative Gesellschaft so aufbauen können, so im Controlling aufbauen können, so im Finance-Management aufbauen können, dass du genug Geld verdienst und irgendwann ein sehr, sehr vermögender Unternehmer bist und wirst. Also, das wünsche ich mir für dich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib dem Ganzen gerne einen Daumen hoch und bis dahin.